Der ist Hamburg. Und alles andere ist nicht Hamburg. Ja, also ja, ich bin jetzt hier mit Freddy. Moin. In der Keimzelle. Ich habe letztens zwei Angelegenheiten gehabt. Und zwar habe ich sowohl meine Facebook-Freunde als auch meine Instagram-Freunde aussortiert. Ausgewechselt. Und mein Facebook-Feed ist maximal interessanter. Ja, klar. YouTube nur den, ne? Macht genau das. Und nicht nur bei den Freunden, die ich aufhören, auch bei den Sachen, die ihr liked. Wirklich mal gnadenlos durchgehen. Ja, wir befinden uns hier im Materiallager, der, also was ist das jetzt genau für ein Teil? Jung von Matt Academy. Genau. Da werden Texter, Konzepter ausgebildet. Kreativkonzepter hast du das ganze Ding. Die wäre so ein geiler Ort zum Kendama spielen, aber ich habe einfach vergessen, es einzupacken. Aber sowas habt ihr natürlich jetzt nicht hier irgendwie rumfliegen. So ein Kendama, nee, wir haben Pennyboard. Du kannst auch skaten. Wenn ihr einen Kickflip könnt, schreibt es in die Kommentare. Wir versuchen seit 2 Monaten damit einen Kickflip zu machen. Wir haben es noch nicht hinbekommen. Nee. Aber ich sag mal so, du bist da ein bisschen... Ja, das geht rein physikalisch einfach gar nicht. Genau, man muss sich halt auf die wichtigen Dinge im Leben besinnen, wie zum Beispiel auf sich selbst. Fun Fact, dieses Foto ist von diesem genialen Typen geschossen worden. Ein Foto auf einer Tasse und dein Name auf einem Reiskorn. Wahnsinn. Hast du einen Namen auf deinem Reiskorn? Nee, weil ich letztens an so einem Weihnachtsmarkt-Ding vorbeigelaufen hätte, habe ich überlegt. So. Wir können auch das perfekte Kinder. Geschenk. Du kaufst dir so einen Sack Reis, ne? Ja. Und dann hast du was für deinen Vater, für deine Freunde, für deine Tante. Scheißegal. Du steckst einfach jemand Reiskorn und sagst, hier ist mein Name drauf. Oder dein Name, je nachdem, was du überhören willst. Oder ich gehe mit dem Sack zu dem Laden und also zu dem Stand und frage, ob ich Discount kriege, wenn ich meinen eigenen Reis mitbringe. Scheiß auf Kreativität, das ist Kindergeburtstag. Ja. Was hat 2 Beine und blutet? Ein halber Hund. Ein halber Hund, ja. Was weiß und stirbt beim Frühstück? Koks. Eine Lawine. Achso. Das ist auch nice. Kamil, wenn du das siehst, machst du das? Das hast du doch gemacht. Warum lädt es bei dir so lange, Kamil? Phil, ich schwöre dir, das piept jetzt deinen Kopf. Ja. Darf ich mal kurz anhalten, nach oben zu gucken? Wow. Oh, nice. Dieser Tunnel wurde halt gebaut, bevor es Autos gab. Autos sind diese Dinger mit so 4 Rädern und so einem Motor. Also es gab Pferdekutschen. Und diese Pferdekutschen wurden halt über Aufzüge befördert, weil Pferde nicht so cool sind mit Treppen. Das heißt, du hattest auf jeder Seite 4 von diesen Aufzügen. Lass mal hingehen. Und da wurden Pferdekutschen hoch und runter gezogen. Wenn man mal hier so reinguckt, es wirkt nicht sehr vertrauenserweckend. Zu guter Recht. Deshalb haben wir die Treppe genommen und kein Pferd. Achtung, schwenk nach dort. Dort sind wir. Unter der Elbe. Mein Vorschlag wäre, dort einmal hindurch zu laufen, schlendern, flanieren. Ein kurzer Schwenk nach links. 2 links, du hast nach rechts geschwenkt. Hinter dieser schön rot lackierten Wand ist halt Wasser. Ich bin in Hamburg, Enzbüttel. Ich drehe ein Musikvideo heute. Ich fahre jetzt in die Stadt. Und dort treffe ich mich dann mit den Musikern. Und da bequatschen wir einen zweiten.